Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Und wie schon in der vorletzten Folge angekündigt, spielen wir weiter mit dem Basisdeck und dann halt in der nächsten Folge mit einem richtigen Deck ungewertet und mit Schamane. Ich mache das halt hauptsächlich, damit ich erstens Abwechslung habe und zweitens will ich auch schauen, wie gut ich mit dem Basisdeck klarkomme und vielleicht sind die Basisdecks sogar besser als meine Decks. Was leicht erbärmlich wäre, aber wartet mal. Oh, kaum will ich abbrechen, klicken, ist der Button weg. Ich wollte gerade nachschauen, was für Quests wir haben. Raihu. Raihu. Eine weitere Karte. Alles sinnlos für den Anfang. Schlachtzugsleiter ist zwar ein sehr kostengünstiger Diener, aber für die Anfangsrunde wirklich nutzlos. Gegen Druiden ist dieser auch nicht gut, weil die Steinhauer-Eber halt durch seine Heldenfähigkeit sehr schnell getötet werden können. Was ist das für eine OP-Karte? Alter! Okay. Okay. Von mir aus. I don't have a problem with that. Dann spielen wir zwei Steinhauer-Eber und lassen die beide da reinlaufen. So. Ich will versuchen, meinem Eisentier Windzorn zu geben. Weil das wäre sehr vorteilhaft. Okay. Ah, die Karte kenne ich. Okay, gut. Ich könnte ihm jetzt eigentlich theoretisch 12 Schaden machen, aber ich lasse es. Stattdessen mache ich so. Weil die Karte kann schon böse werden. Okay, in der nächsten Runde kann ich dann Eiswind Yeti spielen. Und den. Okay, das hat er jetzt gut genutzt. Und was mache ich jetzt mit Icewind Yeti? Der kann mir im Endeffekt mehr Schaden machen, als der aushält. Scheiße. Okay. Das ist jetzt blöd. Ich muss das so machen. Ja, super. Und jetzt. Ja. Ich muss in der nächsten Runde das tun, weil dann kann ich dem Icewind. Nein, warte, der hat doch kein. Oh, Denkfehler, Denkfehler. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Das war gut. Alter. Was wird das? Stop, please. Da ist unsere Siegessträhne, glaube ich, vorbei. Und zwar sehr, sehr schnell. Ich spiele einfach den hier. Damit er ein paar Diener von sich da drauf laufen lässt. In der Hoffnung, dass er das tut. Notfalls kann ich noch den Anstürmer ein bisschen hochbuffen. Okay, das wird jetzt eine gute Combo. Außer er versucht mich runter zu rushen. Was er anscheinend tut. Okay. Wir haben noch eine kleine Hoffnung. Eine ganz kleine. Wenn wir dem Windzorn geben, können wir den hier zerstören. Also können wir den da zerstören und dann zerstören wir den hier. Und ja. So. Dann nehme ich den Anstürmer und töte die hier. So.
sollte es hinkommen. Sollte. Ich habe mich noch gerettet. Ganz knapp, aber ich habe mich gerettet. Okay, ich habe verloren. Uff. Da hat er mich sehr schnell runtergekriegt. Tja. Basisdecks halt. Kann ich auch nichts für. Ja, immer diese Ausreden. Jetzt gehen wir halt und schauen, was wir mit unserem Schamanendeck machen. Hui, das sind viele Karten. Leider einen befreundeten Nina Windsor. Blutritter ist eigentlich so selten von Vorteil, aber egal. Verleiht ihm Sport, verleiht euren Totems 2 Leben. Den könnte ich eigentlich rausmachen. Genauso wie Lepragnom. Schildträger. Steinhauer Eber genauso. Ja. Vielleicht einem Diener, ruft diesen Diener erneut herbei. Das ist eine sehr starke Karte, wie ich finde. Gewittersturm. Die hätte ich vorhin gebrauchen können. So. Und jetzt. Vielleicht verursacht 3 Schaden. Die Karte ist mächtig. Die Karte ist mächtig. Die habe ich schon. Spott. Das ist ein sehr, sehr starker Spotter. So, jetzt können wir noch eine Karte reinlegen und ich glaube, die Karte wird. Wo ist sie? Wo ist dieser eine gute Spotter? Ich glaube, ich bin schon an ihm vorbei, oder? Ah, nee, hier ist er. Eisenpilz, Grizzly. Nee. Lieber mache ich doch den hier. So, Leute, das war's mit dieser Runde Hearthstone. Auf Wiedersehen, euer Sanderon.